Hi Leute, hier ist Heikarp Christian und heute zeige ich euch, wie man diesen Kuchen macht, einen niederländischen Fly. Zuerst geben wir unser Mehlgemisch in eine große Schüssel, dazu dann ein Päckchen Trockenhefe. Ihr könnt auch frische Hefe benutzen, die müsst ihr dann mit der Milch zusammenmischen, die ich hier dazu gebe. Dazu etwas von der Feuchtigkeit aus einer Kichererbsendose als Eiersatz. Das Ganze verkneten wir dann. Sobald der Teig etwas zusammenpappt, geben wir dazu Apfelmus als Fettersatz. Das wieder weiter kneten, bis es einen Ball ergibt. Und den Ball decken wir mit einem Handtuch ab und lassen ihn ungefähr eine Stunde stehen, bis er sich verdoppelt hat. Die Füllung machen wir, indem wir ein Glas Kirschen nehmen und das in einen Topf gießen. Das erwärmen wir langsam und geben dazu eine Mischung aus Stärke und Zucker hinzu, lassen das einfach so lange köcheln, bis es durchsichtig wird und ungefähr diese Konsistenz bekommt. Dann den Teig. Der ist aufgegangen. Wir rollen ihn jetzt so dünn aus, wie es geht, ungefähr so 3-4 mm. Und diesen großen Teigfladen geben wir jetzt in eine entweder eingefettete Kuchenform oder in eine Silikonform, drücken den schön fest und stechen ein paar Mal mit der Gabel ein paar vielmal, geben dann die abgekühlte Füllung da rein, lassen das noch 10 Minuten stehen und beginnen dann damit, die Ränder abzuschneiden und die müssen wir jetzt aufheben für das schöne Muster, was man da oben drauf macht. Dazu rollt ihr den Teig wieder aus und schneidet den in Streifen. Das Musterflechten ist eine ziemliche Angelegenheit. Hier ist das in High Speed. Ich verlinke euch unten ein Video, in dem gezeigt wird, wie das richtig geht. Ein paar Mal üben und dann hat man es drauf und dann sieht es wirklich schön aus. Das Ganze backen wir dann für ungefähr 20-25 Minuten bei 220 Grad. Wenn er zu braun wird, früher rausholen. Und sieht dann so aus. Bestreut ihn mit Puderzucker und warm oder kalt genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert mich gerne und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!